Ja, liebe Gäste, ich habe es angekündigt, einleitend möchten wir auch in Gesprächsrunden den sportlichen Bereich natürlich weiter beleuchten am heutigen Abend. Und da möchte ich zwei Personen jetzt zu mir auf die Bühne bitten, die dafür mitverantwortlich sind und auch entsprechend Antwort geben werden. Ich bitte zu mir auf die Bühne den sportlichen Leiter der Aspiraten Krimmetschau, Herrn Ronny Bauer, und den Trainer Fabian Dahlem. Einleitend möchte ich beginnen mit einigen Fragen an Ronny Bauer und möchte da starten. Ja, wir haben gehört, es war die längste Saison bisher für den Standort und sicherlich auch eine der schwersten, die vorüber ist. Welche Eindrücke stehen am Ende dieser Saison, ja, bei dir persönlich als sportlicher Leiter? Ja, also der letzte Eindruck war ganz einfach der, dass ich einfach heilfroh war, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Weil ja doch, wie gesagt, die Saison sehr schwierig war. Es gab viele Auf und Abs. Und ich denke, das ist im Moment das Wichtigste, was wir erreichen konnten dann zum Schluss. Und darüber bin ich sehr froh. Das ist so mein letzter Eindruck der Saison zu diesem Thema. Natürlich ist das Ganze noch relativ frisch. Es ist noch nicht allzu lange her, dass das letzte Spiel gespielt wurde. Aber wenn man doch ein bisschen eine erste Analyse zieht, worin sieht man die Probleme in dieser Saison begründet? Im Sport ist nichts planbar. Das hat man dieses Jahr auch wieder, ich sag mal, relativ deutlich gesehen. Wir haben in Krimmetschau einfach das Problem, eigentlich Jahr für Jahr wieder, man hat es so vor uns gesehen in der Statistik vom René. Wir haben jedes Jahr doch einen großen Aderlass, was das Mannschaftsgefüge betrifft. Und fangen eigentlich, ich will nicht sagen bei Null, aber doch immer wieder bei einem Punkt an, wo es viel Vorbereitungsarbeit gibt, was, denke ich, in anderen Vereinen nicht so der Fall ist. Ich glaube, wir haben es dieses Jahr nicht geschafft, ich sag mal, etwas mehr Erfahrung, die wir gerne gehabt hätten, in die Mannschaft zu bringen, wo man halt dann gerade sagt, okay, in manchen entscheidenden Phasen in der Saison hätte Erfahrung uns sicherlich weitergeholfen. Und dort sehe ich auch so ein bisschen einen größeren Punkt, was denn letzten Endes die Saison ausgemacht hat. Wir waren eine junge Truppe und viele Spieler sind auch trotz allem, das weiß ich, in dieser Saison sehr gereift, auch so hart, wie es für die Spieler war. Und haben, denke ich, trotz allem für sich persönlich viel mitgenommen. Fakt ist eins, für uns war es ein schweres Jahr, das wissen wir alle. Und wie gesagt, ich bin eigentlich heilfroh, dass wir jetzt letzten Endes diesen Klassenerhalt so geschafft haben, auch diese schwierige Runde überstanden haben. Und es kann jeder glauben, also weil es gab ja auch Stimmen, das weiß ich, ja, man spekuliert drauf, ich sag mal noch mal einen da mitzunehmen oder irgendwas. Also das lag in keinster Weise bei uns vor, sondern wie gesagt, man hat gesehen, gerade auch jetzt im Fall von uns oder selbst Kaufbeuren, wie eng so eine Runde laufen kann. Und ich glaube, das sollte jeder gewiss sein, dass wir sowas nie planen würden, sondern für uns war oberste Priorität, letzten Endes hier die Klasse zu halten. Und ich denke, das ist trotz allem ein Erfolg für die Stadt Krimmetschau. Ein Punkt, den wir auch aufnehmen, heute Abend ansprechen wollen. Viel Kritik wurde in den letzten Tagen und Wochen, vor allem auch am Trainer geübt. Wie ist hier der aktuelle Stand und wie sind die Überlegungen? Ja, man sollte vielleicht wissen, egal wer an Krimmetschau Trainer ist, also das ist mit einer, aus meiner Sicht, ja, der schwersten in der Liga, weil es ist immer wieder, es gibt die gleiche Problematik, wir haben ein kleines Budget, das darf man dann an dieser Stelle auch immer nicht vergessen und wir versuchen dann wirklich, ich sag mal, auch in gewisser Weise Stroh zu Gold zu spinnen. Ich kann das jetzt vielleicht auch so sagen, ja, wir haben uns vor geraumer Zeit schon darüber verständigt, mit dem Fabian, dass wir, also gerade auch in der entscheidenden Phase der Saison, wo wir dann gemerkt haben, okay, wir haben, um die Klasse zu kämpfen, wir wussten, in welcher Phase wir uns befinden, haben wir uns schon drüber unterhalten, was unsere Zukunft anbelangt. Und wir haben beide dann, oder sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir nach der Saison eine Zusammenarbeit nicht weiterführen. In dieser Phase unser dahingehend verständlich, dass eben genau der Punkt Klassenerhalt das wichtigste und oberste Ziel ist, das Geiz umzusetzen. Und daran haben wir, ich sag mal, bis zum letzten Tag hart daran gearbeitet und ich freue mich, dass wir auch trotz allem dieses Ziel dann, was für uns nicht selbstverständlich war, erreicht haben. Vielen Dank, Ronny, für die Aussagen und Antworten und damit möchte ich zu Fabian Dahlem, zu Trainer Fabian Dahlem kommen. Als Trainer rund um die Uhr im Brennpunkt zu sein, ja, generell eine schwere Saison auch miterlebt zu haben, wie froh bist du selber, am Ende den Klassenerhalt gesichert zu haben mit der Mannschaft?
Ja, das war natürlich existenziell und das wusste man von Anfang an, dass es eine harte Nuss wird. Wissen Sie, ich bin jemand, der, wenn er morgen aufsteht, immer das Beste am Tag rausholen will. Und mit der Maxime gehe ich ran und das ist das, was ich meinen Spielern vermitteln wollte. Und genauso gehen wir jeden Tag rein, weil wenn man mit einer Negativmeinung oder Neigung aufsteht und in den Tag geht und die Dinge angeht, dann kommt man nicht weit. Es gibt Menschen in der Welt, die haben weitaus schwereres Los als wir. Und wenn die nicht positiv bleiben würden und an sich glauben würden, dann hätten die keine Überlebenschance. Und genauso war es bei uns im Sport. Ich selbst habe natürlich versucht, irgendwo der Fels in der Brandung zu sein und den Druck möglichst fernzuhalten von meinen Jungs. Weil wenn dieses Negative auf die Mannschaft übergegriffen hätte, dann wäre die Nummer komplett auseinandergefallen. Und dann glaube ich auch nicht, dass wir über 71 Spiele mit diesen Widerständen das Ziel Klassenerhalt dann so gemeistert hätten. Und deswegen bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen Jungs hier, die großen Charakter gezeigt haben, die jeden Tag hart gearbeitet haben, die sich zum Teil prächtig entwickelt haben. Ronny hat schon gesagt, wir hatten nicht besonders viele alte Hasen in der Mannschaft, am Ende kein Spieler über 30. Und da war gerade auf einigen Spielern der Druck mächtig hoch. Und die haben auch nicht aufgegeben, obwohl es schwer war, und haben die Truppe mit zusammengehalten. Und dafür mein Dank an meine Spieler. Ihr seid super Jungs. Ich liebe euch. Ja, Fabian, nach den Aussagen rückblickend auf die Saison unter der Berücksichtigung der getroffenen Entscheidungen, welche Eindrücke bleiben dir von dieser Saison ganz besonders erhalten? Wir haben alles umschifft und wir haben gelernt, uns mit Dingen auseinandersetzen zu müssen und die zu handeln, mit dem man nicht unbedingt jeden Tag konfrontiert wird. Und ich glaube, das ist das Wichtigste an der ganzen Geschichte, dass man wächst mit der Aufgabe, dass man dasteht, den Kopf hinhält, Verantwortung zeigt. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und am Ende sind wir Erster geworden in einer Runde, die knüppelhart war. Und das kommt nicht so oft vor, dass Grimmitsch schon mal oben steht. Und deswegen sehe ich es als positiven Abschluss am Ende. Wir sind drin geblieben. Und ja, der Standard ist gesichert, jetzt geht's weiter. Ich wünsche den Verantwortlichen, Ronny, René und allen anderen, natürlich ein glückliches Händchen für die Zukunft. Ich hoffe, dass die Unterstützung so anhält, wenn nicht noch größer wird, gerade im finanziellen Bereich, damit man hier den nächsten Schritt gehen kann. Und ja, dann geht's nächstes Jahr wieder weiter. Der Sandpark wird wieder voll sein, mit Leben gefüllt sein. Jetzt geht's erstmal in den Sommer, den brauchen wir alle. Und dann geht es hier weiter und Grimmitschau, 3 Jahre hier, absolut geile Nummer. Danke für alles. Vielen Dank, Fabian, für diese emotionalen Worte zum Schluss. Und damit noch vielleicht eine ergänzende Frage an Ronny Bauer. Ja, abseits der bereits gehörten Entscheidung, welche Veränderungen und Pläne gibt es bezogen auf den Kader für die neue Saison? Ich muss mich erst nochmal bedanken beim Fabi, ich habe das vorhin vergessen. Ich muss jetzt euch auch nochmal sagen, vielen Dank für die 3 Jahre. Es war immer eine gute Zusammenarbeit, ich sage mal in guten wie in schlechten Zeiten. Der Fabi ist ein Mensch, mit dem kann man immer offen und ehrlich reden, der verträgt auch gern Kritik. Muss man sagen, das ist nicht selbstverständlich hier in diesem Sport und deswegen muss ich auch sagen, haben wir dieses Jahr trotz allem so gut zu Ende gebracht. Ich habe damals die Entscheidung gefällt, auch in der schwierigen Phase vor Weihnachten, ich sage mal, einen Trainer nicht zu kündigen, was auch nicht selbstverständlich ist in der Richtung. Und ich habe das getan, weil ich trotz allem in Fabi seine Arbeit Vertrauen habe und ihn auch schätze als Mensch. Und ich denke, wir haben dann auch gerade dann in der Phase auch einen gewissen Aufwärtstrend, Statistik hat es ja vor uns auch belegt, bewiesen, der leider halt nicht bis zum Saisonende, ich sage mal, durchgehalten hat, aus was für Gründen auch immer. Und trotz allem muss ich mich da wirklich für die Zusammenarbeit nochmal bedanken und wünsche dir auch für die Zukunft alles Gute, Fabi. Ja. Und jetzt muss ich auch noch was sagen, jetzt muss ich mit einem Märchen muss ich jetzt hier aufräumen. Ja. Der Ronny Bauer, der hat mich hinter der Bande unterstützt, weil ich jemanden brauchte. Wir haben eine sehr junge Mannschaft gehabt, gerade ganz junge Verteidiger. Keine Darcy Campbell und kein Patrick Vogel mehr, der mir
da bei den Verteidigern ein bisschen unterstützend zur Seite gestanden ist. Und das war der Grund eigentlich, warum ich einen Ronny mit dazu haben wollte, damit er mir ein bisschen Feedback gibt, wenn einmal jemand vom Eis kommt und mal vielleicht ein bisschen einen Flatterschläger hat oder vielleicht ein bisschen nervös ist, damit er mir Feedback gibt. Und ich will mit diesem Märchen ja aufräumen, dass der Ronny Bauer hinter der Beine gestanden ist und mir nicht freie Hand laufen lassen hat. Nein, ganz im Gegenteil. Der Ronny hat mich hier zur freien Entfaltung kommen lassen und hat mich so gut wie es möglich ist unterstützt. Und nur, dass da hier mal dieses Märchen zu Ende ist. Der Ronny Bauer macht einen super Job hier und ich schätze ihn sehr, genauso wie den René und den Rest von der Truppe hier. Ja, na gut, jetzt ist die Zeit, wie gesagt, nach der Saison ist vor der Saison. Meine Aufgabe ist es, gemeinsam mit René im Moment über den neuen Kader nachzudenken. Wir haben jetzt die Aufgabe, nachdem wir heute den Fabi hier verabschiedet haben, wir sind ab morgen offiziell auf Trainersuche. Das hat jetzt oberste Priorität in den nächsten Tagen, dass wir schnellstmöglich hier einen neuen Trainer für den Standort finden. Nichtsdestotrotz freue ich mich, heute bekannt geben zu können, dass wir in der nächsten Saison mit dem Ryan Nye als Torhüter starten werden. Fest stehen weiterhin der Florian Kirschbauer. Ich denke auch, einer, der, ich sag mal, immer unauffällig spielt, aber trotzdem sehr effektiv und einfach hinten aus meiner Sicht eine Bank ist. Und da bin ich ganz besonders stolz und freue mich, dass wir Florian auf alle Fälle noch halten können. Des Weiteren wird das Team der Robin Slanina verstärken. Wir hatten ihn ja schon mal gesehen in wenigen Spielen von Halle. Wir glauben, dadurch, dass der Robin noch ein junger Mann ist, mit deutschem Pass ausgestattet, dass er uns durchaus, ich sag mal, im nächsten Jahr weiterhelfen wird. Ansonsten sind wir aktuell in Kadergesprächen und wie gesagt, Priorität ist jetzt die Trainerfindung, weil es wird so wie immer sein, der Trainer redet dort ein großes Wörtchen mit, um seine Mannschaft zusammenzustellen. Das habe ich noch nie im Alleingang gemacht. Und das ist, denke ich, auch wichtig so, weil er trägt letzten Endes die Verantwortung für die ganze Sache hier im sportlichen Bereich und dort muss er einbezogen sein. Danke. An dieser Stelle darf auch ich mich bedanken bei Ronny Bauer und bei Fabian Dahlem für die vielen aufschlussreichen Worte, auch die emotionalen Worte. Darf die beiden Herren bitten, hier oben im Rampenlicht des Scheinwerfers stehen zu bleiben. Und wir wollen diesen Kreis noch ein bisschen erweitern. Und ich darf drei Spieler zu mir hier auf die Bühne rufen. Zum einen Stürmer Daniel Bucheli, zum anderen Verteidiger André Schietzold und auch Stürmer Harrison Reed bitte ich zu hier auf die Bühne. Nach den Worten von Ronny Bauer und Fabian Dahlem darf ich mich hier in die Mitte hineindrängen. Wir warten noch, bis Harrison Reed bei uns ist. Und möchte starten die Runde mit Daniel Bucheli und der ersten Frage an dich. Ja, am Ende eine gewisse Zittersaison, so könnte man es umschreiben. Wie hat man die Saison aus Sicht der Mannschaft, vielleicht auch für dich persönlich, denn so erlebt? Ja, wir sind mit großen Erwartungen in die Saison gegangen. Wir sind zusammengekommen im August und haben eigentlich gesehen, dass extrem viel Talent und extrem viel Arbeitswille und vor allem auch Charakter in der Mannschaft steckt und sind aufgrund auch von einer anständigen Vorbereitung davon ausgegangen, dass wir eine gute Rolle in der Liga spielen können. Waren dann extrem geschockt, dass es nicht so gelaufen ist und durch fehlende Erfahrung sind wir mit die schweren Situationen am Anfang nicht klarkommen. Haben uns dann aber jeder entwickelt, charakterlich, menschlich, sodass wir vor allem am Ende in die Playdowns und dann in der extrem harten Relegationsrunde unseren wahren Charakter dann gezeigt haben und das auch anständig zu Ende gebracht haben. Ja. Daniel, du hast es gerade angesprochen, mental, auch körperlich sicherlich diese zehrende Qualifikationsrunde noch eine besondere Herausforderung, gerade gegen die Oberligisten. Ja, du hast mit ganz wichtigen Toren auch einen entscheidenden Anteil entsprechend beigetragen. Wie wichtig war der aus deiner persönlichen Sicht?
ja, wer die Tore schießt, ist immer total egal. Solange die Mannschaft gewinnt, ist es egal, wer die Tore schießt. Und ich denke, dass wir als Mannschaft einfach zusammengehalten haben und auch schon in der Playdown-Runde, eigentlich haben wir nur mit einem Tor verloren und das war genau eigentlich das eine Tor, wo Nauheim im Endeffekt besser war. Auch dort haben wir schon gutes Eishockey gespielt und dann in der Relegationsrunde, das hört sich mal an, nur gegen Oberligisten, aber die können alle Eishockey spielen, die sind hochmotiviert und da zählt der Charakter umso mehr. Vielen Dank, Daniel, für deine Worte. Ich möchte zum nächsten Gesprächspartner kommen, zu André Schietzold. Herr André, wir haben es gerade mehrfach gehört. Die Saison war für Spieler, für alle ringsherum, für die Fans, natürlich für alle, die heute hier sind, alles andere als einfach. Du als Krimmelschauer weißt zudem natürlich, wie wichtig das Ganze für den Standort ist. Ist die Erleichterung besonders groß für dich? Ja, also am Ende war das klare Ziel der Klassenerhalt und wir sind sicherlich sehr erleichtert. Wir haben am Ende jetzt, denke ich, ein positives Ende geschaffen, haben die Relegationsrunde gut abgeschlossen und ja, sind froh, dass es jetzt der Ausgang so ausgegangen ist. Schauen wir auf das Jahr zurück für dich. Auch ein ganz besonderes Jahr, nämlich das erste als einer der drei Kapitäne im Team. Wie würdest du deine Tätigkeit in der Art beschreiben, im Zusammenhalt mit der Mannschaft generell? Ja, und auch die Phasen, die besonders schwierig waren, wo es im Team nicht so lief. Ja, wo es am Ende nochmal eng wurde. Wie war die Zusammenarbeit generell mit den Jungs? Ja, die Zusammenarbeit war immer gut. Wir haben immer zusammengehalten, alle Jungs. Und es war ja auch, Matthias Forster als Kapitän, auch eine neue Rolle für ihn als junger Spieler, genau wie ich, auch nicht viel älter. Und es ist natürlich nicht einfach mit so einer jungen Mannschaft, denn oder sagen wir mal, mit wenig Erfahrung die Saison anzugehen. Und ja, wir haben am Ende alle zusammengehalten. Das waren nicht nur die drei Kapitäne, da haben alle dazugehört. Und das war am Ende das große, was wir hatten, keine Ahnung. Ja, vielen Dank, André. Nicht nur die Stimme ist manchmal ein bisschen knapp, auch die Worte gehen manchmal aus. Ich möchte zum letzten Gesprächspartner, zu Harrison Reed kommen. Das Ganze, Sie werden es verstehen, werte Gäste, in Englisch. Die erste Frage, Topscorer der Liga geworden nach der Hauptrunde, Topscorer der Eispiraten. Die Frage an ihn, welche Eindrücke er von seinem ersten Jahr in Deutschland mitnimmt. So, Harrison, Topscorer of the League, Topscorer of the Ice Pirates, what impressions do you take with you with your first game in first year in Germany? First off, I want to say I love Germany. I love playing here. The culture, everything the city of Krimmetschau brought was good, and it provided a good opportunity for me. Also er hatte sehr, sehr genossen, hier in Deutschland zu spielen, hier in Krimmetschau ganz besonders, und es war auch für ihn eine schöne Gelegenheit, die er sehr, sehr gern wahrgenommen hat, hier zu uns nach Krimmetschau zu kommen. Die Frage an ihn, du hast im Vorfeld der Saison, ja, hat man das erwartet, so eine schwere Saison mit dem Team. So, Harrison, did you expect such a difficult season with the team? I didn't know what to expect. I knew a little bit about the history of Krimmetschau. There was a lot of ups. I mean, sorry, there's a few ups, a few more downs, but in the end, we were able to stay in this league, and we finished the season with more wins than losses, and at the end, the feeling is good at the end, so I'm happy. Ich darf noch übersetzen. Er weiß nicht so richtig, welche Erwartungen er hatte. Er wusste einiges über Krimmetschau, einige Hochs, einige Downs. Aber ich denke, zusammenfassend kann man sagen an seinen Worten, am Ende mit dem Klassenerhalt sind alle glücklich. Eine weitere Frage. Viele Gerüchte gibt es um die Person Harrison Reed. Gibt es aktuell eine Tendenz um die Zukunft von dir, wo deine Reise hingeht? So lots of rumors about your person, Harrison. What are the tendency for the future? Um,
I'm hoping to move on, and I've got a lot of experience here, and hopefully I can move up leagues and get a good opportunity in the DEL. But I want to stay in Germany because I liked it so much. So I'm excited to play for hopefully someone better in the DEL, another team. And I like Germany, so I'm staying here. Er als Profisportler ist natürlich daran interessiert, immer besser zu werden, besser zu spielen, weiter sich zu entwickeln und ja, höchstklassig wie möglich zu spielen. Und er wird auf jeden Fall gerne in Deutschland bleiben, er möchte gerne hier in Deutschland bleiben. Das vielleicht abschließend dazu. An dieser Stelle, und Sie haben es sicherlich verfolgt, werte Gäste, Harrison Reed ist als Topscorer der Liga von der DEL 2 ausgezeichnet worden. Er ist vom Fachmagazin Eishockey News zum Stürmer der Saison in der DEL 2 gekürt worden. Und auch wir wollen es heute natürlich nicht verpassen, ihn entsprechend Danke zu sagen und zu gratulieren für seine Leistung, die er in unserem Team gemacht hat als Topscorer, und möchten entsprechend ihn dafür auch ehren. Ja, an der Stelle, und das kam ja vorher schon raus, es ist natürlich unheimlich schwer, gerade wenn man so ein Team hatte wie dieses Jahr, was so zusammensteht, dann wirklich einzelne Spieler dort besonders herauszuheben oder besonders zu würdigen. Ich glaube aber trotzdem, allein aufgrund der Würdigung, die er auch generell in der Liga bekommen hat, auch als Topscorer natürlich der Liga, ist es ein besonderer Anlass, den ich aber auch ein kleines bisschen stellvertretend natürlich für Max Campbell genauso sehe. Wir haben es vorhin gesehen, ein Topscorer-Punkt eigentlich hinter dem Führungsduo. Insofern ist das sicherlich an beide, aber an der Stelle möchten wir uns herzlich bedanken für die gezeigte Leistung bei uns im Team. Ich glaube, wir sind uns ganz sicher, er wird seinen Weg gehen. Ich glaube, auch wir werden in den nächsten Jahren viel Spaß an ihm haben, wenn wir den Namen hören. Und das wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. Freuen uns, dass er hier in Grimmitschau bis zum Schluss mit für uns gekämpft hat. Und deswegen eine kleine Würdigung von unserer Seite. So, liebe Zuschauer, vielleicht. Während die Presse entsprechende Anfertigung macht, vielleicht eines aus dem Nähkästchen, als ich mit Harrison Reed drüber gesprochen habe. Also, er hat noch keinen eigenen Raum für seine Auszeichnung. Er hat da noch Platz auf der Schrankwand und ich hoffe, auch da wird die Auszeichnung einen guten Platz finden. Ich darf mich bei allen Gästen hier oben auf der Bühne recht, recht herzlich für die getätigten Aussagen, für die offenen Worte bedanken und bitte Sie um einen großen Applaus für unsere Gäste.